Willkommen zu Pokémon Schild, hier in Claw City, wo wir noch angefeuert werden, weil wir einfach den besten Kampf des Jahres geliefert haben in der Arena. Doch jetzt geht es zum Bahnhof und von dort aus nach Score City, der Hauptstadt der Galar-Region. Und naja, in echt würde dort dann London liegen, aber bevor wir da hinkommen, muss erstmal wieder Hopp von uns bespaßt werden. Hey, stopp, warte, Dedo. Ich habe Roy besiegt. Oh, das können wir schnell. Alles, was ich brauchte, war eine gehörige Portion Selbstvertrauen und zack, geschafft. Im Gegensatz zu deinem Bruder bist du eine echte Quasselstrippe, Kleiner. Aber du hast dir von mir den Drachenorden erkämpft. Daran lässt dich nicht rütteln. Dein stürmischer Kampfstil hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Hört gut zu, ihr zwei. Ich will sehen, dass ihr beim Champ Cup alle aus dem Weg räumt und sich einer von euch einen Showdown mit Deleon liefert. Na, so machen wir das. Ich bin natürlich der Favorit. Und gleich dahinter folgt Delo, mein direkter Rivale. Das ist ordentlich krachen und ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe, Roy. Oh, Delo, unser Zug ist da. So, eine weitere Zugfahrt. Am Ende waren die Züge ja nicht so krass vertreten hier im Spiel. Und dieser hat er ein blaues Smart-Rotom. Ich will auch. Ghost City, bald sind wir da. Ich will mir so viele Sachen ansehen. Da gibt es diesen riesigen Turm und die Monorail. Und natürlich das Score-Stadion. Dort liefern wir beide uns das coolste Match überhaupt, klar? Ganz gala. Denn die ganze Welt wird uns zusehen und staunen. Da sind wir, das schneit draußen. Ich sehe Route 10 wohl aus, wenn der Schnee komplett schmelzen würde. Ich höre, hast du die Arena-Mission des Claw-Stadions bestanden. Glückwunsch. Das Warensortiment hat sich dabei erweitert. Hier ist was für dich. Hier ist jetzt mehr für dich dabei. Was ich bräuchte, wären Beleber, weil ich habe einfach nicht viele. Man weiß ja auch nicht, was hier jetzt noch passieren wird. Schutz brauche ich nicht, Hyperheiler habe ich. Ah, Top-Genesung hätte ich ganz gerne. 5 Stück reichen natürlich. Hypertrank. Nehme ich mal 10 Stück mit. Und wenn es nicht ganz so viel braucht, dann auch ein paar Supertränke. Supertränke sind auch eigentlich billiger, ne? 60 KP für 700. Und das hier sind 120 KP für 1500. Das heißt, wenn ich hier von 2 kaufe für 1400, spare ich. Krass. Vielleicht noch 6 Hyperbälle, man weiß ja nicht, was ich hier noch fangen werde. Gut. Begib dich nach Score City, aber wir sind erstmal hier am Bahnhof von Route 10. Da wären wir, Route 10. Oh, schau dir nur diese Wände aus Schnee und Eis an. Hier wimmelt es sich ja nur so von Eis-Pokémon. Jetzt gibt's um alles oder nichts. Wenn wir gut genug für den Champ Cup sein wollen, müssen wir ordentlich ranklotzen und uns so richtig ins Training hängen. Aber ich glaube fest an mein Team und natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, ich stürze mich mal ins Vergnügen. Wir sehen uns am Eingang von Score City, ja? Gut. Ist das jetzt quasi hier die Siegestraße? Antimus. Galarform. Okay. Aber jetzt hagelt es wieder überall. Und es ist auch noch ein Level höher. Und trotzdem ist er stark. Okay, es war ein Volltreffer. Und Spezialangriff sinkt. Ja, toll. Spiegelcape. Klingt ja gut an hier. Wollte ich natürlich jetzt auch nicht mit rechnen, aber. Komm, das ist schon ein bisschen übel. Wollte einfach so ein Spiegelcape raus. Dann kriegst du jetzt einen Gesang ab. Das Pantimos gefällt mir richtig. Das hat eine richtig coole Farbgebung. Ich bin eigentlich kein Freund von Pantimos, aber das hier ist echt, echt schön. So, werfen wir einen Hyperball. Okay.
Das Tanz-Pokémon. Es erzeugt mit seinen Sohlen kalte Luft, die am Boden gefriert. Auf dieser Eisschicht übt es den ganzen Tag lang seinen Stepptanz. Dann haben wir das jetzt. Oh, süß. Na gut, da kämpfen wir mal. Sneef. Es leuchtet ja auch, das heißt, ich krieg da ein bisschen was von. Aber was oder so. Aber ich habe das noch gar nicht. Auch interessant. Ich dachte, ich hätte das schon. Habe ich das nicht in der Naturzone mal gefangen? Ne, anscheinend nicht. Alter. Erst Spiegelcape, jetzt Eiseskälte. Was geht hier ab? Das bleibt nicht drin, das bleibt auf keinen Fall drin. Es ist ein Level höher, es ist nicht wirklich gut geschwächt. Aber es bleibt trotzdem drin, weil es trotzig ist. Ja gut. Dann haben wir jetzt auch ein Petsneep. Das Eisschollen-Pokémon. Es zieht vor jeder Attacke die Nase hoch. Extreme Kälte in seinem Nasenschleim liefert die Energie für seine Eisattacken. Ja, davon eine Eiseskälte abzubekommen, ist sicherlich auch nicht so lecker. So, ein bisschen Watt. Jetzt muss ich aber erstmal, sonst nutze ich das hier alles nämlich gar nicht. Der Teil, der nicht sehr lange durchgehalten hat hier. Und jetzt, was ist denn hier? Ach so, eins. Nom, 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 nom. Uns hat sich der letzte Part entwickelt, aber ich habe es auf die Box getan, weil es schon Level 51 oder so ist. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Deswegen Plotzi, Snom Nom, nee, Motineva. Oder Snom Nom Nom heißt es ja. Und Asano sind auf der Box. Die anderen sind dabei. Jetzt geht es hier erstmal gegen diesen Arzt. Gibt es hier irgendwo verletzte Pokémon? Ich bin ein Arzt, ich kann helfen. Ja, du kannst meine Pokémon heilen, denn ich habe hier schon ordentlich auf die Fresse bekommen. Arzt Ingvar. Mit einem Gardevoir. Ich vermute, Gardevoir kann mich nicht besiegen. Ich hoffe es zumindest. Deswegen Käfertrutz. Zauberschein. Das macht trotzdem sehr viel Schaden. Gut, dann kommt jetzt ein Hypertrank. Ich muss hier eigentlich auch mal sortieren, das geht gerade nicht. Weil ich jetzt schon im Kampf bin. Kann man wohl nicht machen, wenn man im Kampf ist. Das den Beutel sortieren, schade. Nochmal Zauberschein. Und Gardevoir ist natürlich auch ein cooles Pokémon. Ganz gerne so im Team, weil ich das eigentlich immer sehr gerne im Team habe, wenn es verfügbar ist, aber naja, nachher nicht Gedankengut. Diesen Storyverlauf spiele ich ja nur mit Galar-Pokémon. Und die sich ja interessanterweise auch die Galar-Form, die ich habe, haben sich ja auch in neue Pokémon entwickelt. Also Zigzags und dann Geradax waren halt alte Pokémon in neuer Form, wurden dann aber zum Barrikadax. Und Makabaya war auch ein altes Pokémon in naja, neuer Form. Und dann jetzt eben Ognatol. Sehr interessant, dass sich das so ergeben hat. So, jetzt ist auch jetzt ist auf jeden Fall auch mal Gardevoir besiegt. Ich weiß nicht, ob ich Gardevoir oder Gardevoir sagen soll. Weil ich das U da drin ja nicht stumm. Na gut, Juju, Level 48. Ina, Level 48. Überschallknall. Au. Ja, eigentlich schon, ne? Das ist ja eine starke Attacke. Problem ist nur, ich müsste Wangenrubbler wegtun oder Toxin. Und Wangenrubbler ist halt eigentlich ganz gut zum Paralysieren. Toxin natürlich zum Vergiften. Aber ich tue, glaube ich, den Wangenrubbler weg. Wenn ich Pokémon fangen will, habe ich immer noch Gesang von Markus. Das ist mir, glaube ich, lieber als Paralyse, weil Einschläfern erhöht die Fangchance um das Doppelte. Paralyse nur um das 1,5-fache. Deswegen ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Wahl.
Und wir können ja im Pokémon Center sowieso alles immer wieder rückgängig machen. So, und das sieht mir tatsächlich aus wie die Siegestraße, ne? Also wie die Siegestraße von Galar halt. Man sollte sich an Dinge halten, die man auch bewältigen kann. Das gilt besonders fürs Bergsteigen. Jedes Risiko ist ein Risiko zu viel. Okay. Wanderer Arash fordert dich heraus. Und zwar mit Stalos. Ah, natürlich habt ihr jetzt ganz Pokémon, gegen die ich nicht so viel machen kann. Das ist klar. Und es nicht mit Zed. Fluch bringt dir gar nichts. Einmal Präzisionsschuss. Ja. One-Hit, denn Stalos hat einfach keine Spezialverteidigung. Und zwar wirklich gar keine. Nomadie Level 48. Eine ordentliche Verteidigung. Kampros. Okay. Da muss ich auch speziell angreifen, weil es einfach mit jedem Treffer seinen Verteidigungswert erhöhen kann. Die Spezialverteidigung dagegen ist grauenhaft. Okay. Dann haben wir Arash besiegt. Ah, bei starken Gegnern reicht es nicht, sich nur strikt daran zu halten, was man sicher bewältigen kann. Hi. Tipps für Trainer. Wenn eine besondere Kraft, die aus dem Innern eines Pokémon strömt, den Raum in dessen Umgebung verzerrt, so erscheint es viel größer, als es wirklich ist. Dieses Phänomen nennt man Dynamaximierung. Manche Pokémon ändern dabei sogar ihr Äußeres, was man Giga-Dynamaximierung nennt. Ich weiß. Die wilden Pokémon hier lasse ich alle mal aus. Außer es sind neue dabei. Bei Kämpfen bin ich noch angespannter als bei der Arbeit. Okay. Der Andreas hat einen Snibunna. Und gegen Snibunna habe ich gerade gar nicht. Oder? Ja, Knaster kann ein bisschen was regeln. Aber warum müssen die jetzt alle Pokémon haben, gegen die Set nichts machen kann? Clownwetzer. Ganz so geil. Nadelrakete. Wenn das oft genug trifft, vielleicht. Ja, es könnte auf jeden Fall reichen. In dieser Runde. Natürlich nicht. Ach man, Knaster, was soll das denn? Jetzt wäre richtig viel einstecken. Der ist halt wirklich so, weil es auch noch ein Volltreffer ist. Level 48 für Knaster. Level 48 für Set. Psychofeld. Was sollte ich dafür wegtun? Es lohnt sich ja nicht. Und Level 49 für Markus. Außerdem werden wir von Hagel getroffen. Juhu, Wetter. Lipumenta. Ach, das war jetzt endlich mal was mir gut steht. Da kann ich mich einfach nachtig machen. Und Erdkräfte. Es könnte fast reichen, um Knaster zu besiegen. Juhu, das war echt knapp. Okay, besiegen wir schnell Lipumentas, dann ist der Kampf vorbei, dann trifft der Hagel auch nicht mehr. Ja, die Kämpfe sind heftig.
Heißt, ich brauche hier wieder einen Zaubertrank mindestens. Kann ich auch mal ganz heilen. Ja, das reicht dann aber auch. Kennst du eigentlich die Sage, wonach Galar dem Untergang geweiht sein soll? Sollten die Kramor jemals diese Region verlassen? Nein, kenne ich nicht. Nie davon gehört. Taxi-Pilot Fritz. Der Fritz hat ein Kramor. Okay, das ist nicht sehr überraschend. Ist allerdings auch wieder ein Pokémon, gegen das Seth nichts machen kann. Toll. Gut, dann darf Toxina das mal erledigen. Bohrschnabel, okay. Das ist natürlich nicht sehr effektiv. Ich denke bei Bohrschnabel immer, es wäre die Bodenattacke. Und dann kriege ich natürlich erstmal einen Schock, weil Toxina wird eine Bodenattacke nicht überleben. Wie heißt die denn nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf Englisch heißt die Drill Run, aber ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Und Libeldra, das heißt jetzt muss ich wirklich wechseln. Gegen Libeldra habe ich jetzt wieder tatsächlich gar nichts. Toll. Ja, dann versuchen wir es hier mit Wasserattacken. Und ein Erdbeben, das sehr wehtun wird. Ich stelle mir hier eine Nuzlocke-Challenge in dem Spiel doch relativ anstrengend vor. Klar, ich habe 9 Pokémon trainiert, deswegen sind wir ja noch immer auf dem gleichen Level wie die Gegner ungefähr. Ich hätte aber nur 6 Pokémon, wäre es wahrscheinlich deutlich einfacher. Aber trotzdem, ich bin hier trotzdem immer so ein bisschen im Training. Das macht mir schon ein bisschen Sorge, aber na gut. Ich muss Juju gleich erstmal einfach wiederbeleben, dann weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe einfach das Team nicht sehr ausgeglichen gerade. Mir doch ein bisschen was fehlt. Ich meine, ich habe gerade nichts gegen Drachen. Was eigentlich nicht so schlimm sein sollte, weil man nicht so viele Drachen trifft. Nur gerade hat es mich ja schon ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Und vor allem fehlt mir natürlich gerade ein Feuer-Pokémon. Was in der Eisroute ja schon ein bisschen blöd ist. So, Beleber. Was kommt jetzt? Ich frage mich, wie lange wir von der Post wohl noch Briefe austragen werden. Ach so, ja, weiß ich nicht. Bertrand. Oder Bertrand. Was auch immer. Pilippa. Es ist unglaublich, aber nie kann Seth irgendwas machen. Dabei hat Seth doch gar nicht. Ja, doch, Seth hat schon ziemlich viele Schwächen. Flug, Gestein, Feuer, Unlicht, Geist. Aber es hat auch ein paar Resistenzen und die kommen nicht vor. Zum Beispiel Pflanze. Naja. Gegen Pilippa hilft am besten Toxina. Und immerhin ist der Hagel weg. Das wird hier gleich Glatteis geben, aber. Naja. So, einmal Overdrive. Oh, die könnte sehr wehtun, die Aquavelle, wegen dem Regen. Ja. So, Level Up für Juju. Und es kommt Noctool. Wir werden wahrscheinlich nicht schneller sein, wegen dem Rückenwind. Und Hypnose trifft natürlich. Okay. Luftschnitt dürfte nicht so viel Schaden machen. Ja, ein Luftschnitt würden wir noch überleben, aber wir sind aufgewacht, können Overdrive einsetzen. Und damit Noctool besiegen. Gut. Was kommt als letztes? Er hat noch ein Pokémon.
Hat er nicht. Okay, dann habe ich mich verguckt. Hatte der 3, aber er hat nur 2. Das heißt, wir haben es geschafft und können weiter. Und die Maus ist echt lustig. Das ist ein riesiges. Oh mein Gott. Wie heißen die? Siberio? Ich glaube ja. Ein Fläschchen AP Plus. Mit seltenen Zutaten und Beeren wird das Essen recht viel schmackhafter. Übrigens, weißt du vielleicht etwas über diese mysteriöse Zutat, die man Gigapulver nennt? Besuch doch mal beim Pokécamp, dann können wir uns brühwarm austauschen. Ah. Na toll, jetzt werde ich von einem Eisbären angegriffen. Welches Level? 55. Ja, es macht halt keinen Sinn, ne, dagegen zu kämpfen. Fangen ist schwer und das wird sehr viele EP geben, aber es wird auch sehr viele Items kosten und ich bin geizig. Also einfach nur eine Pokepuppe und dann machen wir weiter. Uiuiui, da bin ich doch glatt einem Trainer begegnet. Was mache ich denn jetzt? Ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Aber es muss sein. Wenn man Pokémon-Trainer trifft, muss man kämpfen. Wanderer Thorsten. Es geht nicht anders. Brockulos, das heißt, das Wetter ändert sich, aber nicht zum Besseren. Ja. Was war mit Normally? Ich weiß bei Brockulos nie, ob ich physisch oder speziell angreifen soll, weil durch den Sandsturm ist jetzt die Spezialverteidigung gestiegen. Aber damit hat sich das erledigt, denn jetzt ist es doch so, dass auch noch der Verteidigungswert höher ist. Ja, da kann ich auch noch Spukball machen, was soll's. Und Steinhagel, der nicht so viel machen sollte. Okay. Macht das Erdbeben, macht das mehr oder weniger als der Spukball? Wahrscheinlich weniger. Das ist sehr effektiv. Aha. Also macht es doch mehr. Jetzt aber nicht mehr. Auf keinen Fall mehr. Nicht mit einer zweiten Eisenabwehr. Aber wenn du nur Eisenabwehr machst, dann bringt dir das ja auch nichts. Auch ganz toll mag ich. Das ist irgendwie ein lustiges Pokémon. Das sieht zwar ein bisschen bekloppt aus, aber. Ja. Level 49. Hagelt es wieder. Na super. Rizeros. Auch da kann ich Erdbeben einsetzen. Und es ist fast sogar ein One-Hit. Okay. Ah. Lied singt. Es ist ein Wunder, dass wir gerade sowieso schneller waren. Das habe ich so nicht erwartet. Und jetzt nimmt es nicht mehr, wo ich dann walze. Na gut. Level 49 für Knaster und möchte Verhöhner lernen. Nee, danke. Das ist nicht mehr notwendig. Okay. So, dann ist hier nochmal ein Gentleman, der auch irgendwas hat, was jetzt sehr effektiv gegen Set ist, wie immer. Vielleicht ein Feuer-Pokémon. Angus. Und der Angus hat ein... ah nein, warte, Flamphibian ist ja gar kein Feuer-Pokémon hier in der Region, sondern ein Eis-Pokémon. Okay. Aber Flamphibian ist halt ein sehr, sehr starkes Pokémon, das auch ordentlich reinhauen kann. Mal gucken, was hier passiert.
Okay, nur Verhöhner. Dann ist alles gut. Was kommt jetzt? Legios. Der komische Hausenfüßler. Ist aber ein Kampf-Pokémon und kein Käfer-Pokémon. Das heißt, wir können sehr effektiv angreifen. Und das reicht dann auch locker. Level-Up für Markus. Level 50 schon. Und Kaokto, das ist auch ein Kampf-Pokémon. Auch hier geht die Psychokinese. Das überlebt allerdings ganz knapp. Macht aber nichts, denn der Hagelsturm wird Kaokto besiegen. Und dann ist auch dieser Kampf geschafft. Set Level 50. Toxina Level 50. Oh, wir erreichen alle 50. Mein lieber Herr Gesangsverein. Dein Pokémon-Team ist ein wahrer Augenschmaus. Ja, danke, glaube ich. So, dann hier oben ist nochmal ein Doppelkampf. Ich würde sagen, den machen wir noch. Lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt zu erfahren, wie stark du inzwischen geworden bist. Ein hervorragendes Team aus Trainer und Pokémon erstrahlt hell vor der Kamera. Aha, genau so. Interviewer Lynn und Scott fordern dich heraus. Und Elisard. So wie Klick-Bi-Klack. Okay. Das ist schon ein bisschen gruselig, weil das beides sehr starke Pokémon sind. Oder sein können. Also einfach Elisar zu besiegen. Perfekt. Volltreffer. Gut gemacht, Knaster. So, Psychokinese auf. Klingt die Klack. Macht sehr viel Schaden dafür, dass es nicht sehr effektiv war. Gangwechsel. Nietz steigt um 2 Stufen und Angriff um 1. Also dieses Klick-Klick wird auf jeden Fall jetzt schneller sein. Und könnte damit Zed besiegen. Und das will ich eigentlich verhindern. Ich sehe gerade auf einem Uafen hier. Da habe ich ja sowieso nichts gegen. Also, du bist zumindest. Auch sonst eigentlich nichts. Nein. Okay, die Attacke geht daneben. Nachthieb. Reicht es, um Klick-Klick zu besiegen? Natürlich nicht. Und ein Orkan, der vom Hagel auch immer trifft. Und Juju besiegt. Das hätte nicht passieren sollen. Na, was mache ich jetzt? Alle sind zu langsam, vermute ich. Ich hätte gar nicht erst auswechseln sollen. Das Problem ist natürlich, Klick-Klack kann hier jeden besiegen. Und da kann ich auch nichts wirklich gegen tun, weil ich keinen Blitzkanone. Oh, gut, dass das daneben geht. So, einmal Nachthieb bitte. Das Klick-Klack besiegt. Zed kann jetzt das Uhafni hier angreifen. Und zwar mit Psychokinese. Aber erstmal ein Orkan und der. Ja, da. Gar nicht zu diskutieren. Sehr effektiv und bei so viel Schaden, wie wir schon hatten, kann man da nicht so viel machen. Ja, dann jetzt doch Toxina. Togedemaru, als ob das jetzt kommt.
Overdrive und Nachthieb. Nicht Rückenwind, nicht jetzt. Ach, verdammt. Wangenrubbler und damit noch Knaster. Paralysiert. Damit quasi vollkommen verkrüppelt. Geschwindigkeit war ja sowieso keine Frage mehr durch den Rückenwind. Habt ihr es besiegt? Nee, aber Knaster wird jetzt auch nicht mehr hundertprozentig angreifen können. Ja, vielleicht geht jetzt der Angriff durch die Paralyse gar nicht erst vonstatten. Ja gut, aber notfalls habe ich Nomadie und kann da Erdbeben einsetzen. Das ist ja auf Ogedemaru ein sicherer One-Hit. So, was kommt jetzt? Elektro-Pizza. Das reicht sogar, um Toxina zu besiegen, als ob. So, Nachthieb, was macht das noch? Das macht genug, um Ogedemaru zu besiegen. Na gut. Aber die müssen wir wieder besiegt. Das gefällt mir nicht, was soll ich machen? Werde ich hier oben wohl geheilt oder was ist hier los? Hier ist Lost City. Okay, Leute, im nächsten Part. Das ging aber jetzt echt schnell. Muss man mal gucken. Wie sah die Route hier, weil sie so geschwungen ist, ein bisschen komplizierter aus, aber das war jetzt irgendwie gar nichts. Und dann sehe ich das richtig, dass diese Strecke einfach nach Score City noch gar nicht richtig fertiggestellt ist. Na gut. Leute, im nächsten Part werden wir Score City betreten. Das einfach hier hinter dem Berg liegt. Ja, und schauen, was es dort in der Hauptstadt der Galar-Region zu tun gibt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin, alles Gute.